Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. SPD-Spitze berät über Schulz-Nachfolge. Präsidium und Vorstand besprechen am Nachmittag, wie es nach dem Rückzug des Parteichefs weitergeht. Möglicherweise übernimmt Fraktionschef Nahles bereits heute den Parteivorsitz kommissarisch. Die Flensburger Oberbürgermeisterin Lange kündigte eine Gegenkandidatur an. Südafrikas Regierungspartei ANC beschließt offenbar Abberufung von Präsident Zuma. Das berichten mehrere Medien. Am Vormittag will die Partei über die Entscheidung informieren. Einen Rücktritt lehnt der umstrittene Präsident bislang ab. Zuma wird unter anderem Korruption und Vetternwirtschaft vorgeworfen. Geständnis nach LKW-Attentat in Stockholm. Zum Prozessauftakt hat sich der aus Usbekistan stammende Angeklagte schuldig bekannt. Im April 2017 mit dem Lastwagen durch die Innenstadt der schwedischen Hauptstadt gerast zu sein. Dabei wurden 5 Menschen getötet. Meeresspiegel steigt offenbar schneller als erwartet. Nach einer Studie könnte der durchschnittliche Pegelstand an den Küsten weltweit im Jahr 2100 mehr als doppelt so hoch ausfallen wie bislang angenommen. Das hat eine US-Forschergruppe anhand von Satellitenmessungen errechnet. Karneval in Rio fortgesetzt. Mehr als 70.000 Zuschauer verfolgten den Wettstreit der Samba-Schulen. Insgesamt 13 Gruppen treten an 2 Tagen gegeneinander an. Eine Jury bewertet unter anderem die Gestaltung der Wagen. Das Wetter heute vielfach sonnig, im Osten anfangs noch dichtere Wolkenfelder, die immer mehr auflockern. Höchstwerte -2 bis +6 Grad.